Hallo und herzlich willkommen zu Merfallout 4. Letztes Mal haben wir erfolgreich die Bruderschaft bekämpft, sie von der Polizeistation vertrieben und die Briten zum Absturz gebracht. Deswegen habe ich auch zwei Gatling-Laser im Inventar. Einmal Elder Maxons Final Judgment und einmal einen normalen zum Vergleich. Das hier ist Elder Maxons mit einem normalen Standard-Barrel. Da will ich einfach mal ein paar Testschüsse machen. Also so schnell schießt der ungefähr. Dann haben wir hier den normalen mit einem Charging Barrel, was deutlich langsamer schießt. So. Und mein Verständnis der Sache ist jetzt, dass das hier mit dem Charging Barrel die Feuerrate auf ein Viertel senkt. Elder Maxons aber ein Viertel höhere Feuerrate hat. Und dass man eventuell bei einer halbierten Feuerrate rauskommt. Also Elder Maxons auf Charging Barrel umgestellt, sollte ungefähr doppelt so schnell schießen wie das. Und damit sehr, sehr schnell sein. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. Ja, falscher Knopf. Ob das auch wirklich so ist. Dann wäre das nämlich ein super Gatling Laser. Ich baue jetzt hier das Charging Barrel raus. Stopp, stopp, stopp. Und baue es hier rein. Und dann schießen wir nochmal Probe. Das ist jetzt wieder Elder Maxons Waffe. Ja. Das ist wesentlich schneller, als der hier mit einem Charging Barrel war. Und zwar mehr als 25% schneller. Also das ist nicht so, dass aus den 25% Feuerrate dann sowas wie 31,25% Feuerrate werden, sondern es werden aus den 25% werden direkt 50% Feuerrate. So sieht es zumindest aus. Wir können ja nochmal hier einen Charging Barrel dran bauen. So viel kostet das nicht und die direkt vergleichen. Und dann werde ich auch Elder Maxons direkt upgraden bis zum Maximum. Hier nehmen wir den Overcharged Capacitor. Ein Schuss, 189 Damage. Das ist bescheuert viel, gerade bei der Geschwindigkeit. Dann bauen wir ein Reflex Sight. Ja, ich würde sagen, wir bauen ein Reflex Sight drauf. Ich baue ja auf alles ein Reflex Sight. Bei einem Muzzle, das ist einfach nur Better Range, Accuracy and Recoil, also Better Everything. Könnte man auch einfach schreiben. Okay, dann probieren wir noch einmal die Waffen gegeneinander. Jetzt haben wir beide einen Charging Barrel. Einmal haben wir hier die normale Waffe mit einem Charging Barrel. Und hier Elder Maxons. Und das ist deutlich schneller als 25% schneller von. Also zwischen den Waffen jetzt wirklich. So, wenn ich jetzt hier neu lade, was passiert dann? Ja, dann lege ich einen anderen Core ein. Die sind aber beide relativ leer, also macht es keinen Unterschied. Super. Dann haben wir jetzt hier eine neue Waffe. Die werde ich mitnehmen für die nächste Mission, für die Mission heute. Die Minigun hier, die Minigun of Exploding, die hat sich bewährt. Die kann umbenannt werden. Die wird umbenannt in... Okay. Machen wir 5 mm davor. Maxons Ende. Ja, das ist Maxons Ende. Und das ist Final Judgment. Komm, wir machen 5 mm davor. Und zwar mit eckigen Klammern. 5 mm. Zack, zack, Maxons Ende. Dann kommt vor die Desert Eagle. Jetzt au. Ja, mal gucken, ob das überhaupt lang genug ist. Kann das ja mal hier hinten wegmachen. Und dann machen wir hier auch einen Punkt 50 davor. Dann ist das alles ordentlich, ja. Oh, schön. So, Maxons Ende, Final Judgment. Dann haben wir hier die normale. Ja, okay, Beam Focus und Reflex Sight hätte ich gar nicht neu craften müssen. Hätte ich auch übernehmen können. Und das ist, wenn man keinen Scrapper hat. Zwei Plastik für so viel Zeug. Unglaublich. Aber dann habe ich eine super Laserwaffe. Eine super Laserwaffe, mit der ich mich auch auf keinen Fall selbst umbringen kann. Oh ja, ich laufe ein ganzes Stück langsamer mit dieser Waffe. Die werde ich heute testen. So, Maxons Ende kann erstmal da rein. Du hast dich bewährt. Heute steht ja das Institut auf dem Plan. Und ich nehme Cap Collector als Level Up. Um Shops bauen zu können. So, ich bin durstig und ein bisschen hungrig.
Ansonsten geht's uns gut. Das heißt, wir brechen auch gleich zu Desdemona auf. Und geben die Quests ab. Und nehmen die nächste Quest an. Die nächste Quest wird dann der Ausbruch des Synths sein. Wir greifen heute das Institut an. Oh ja. Es ist hellichter Tag. Schönes Wetter, alles gut. Auf zur North Church. Zur Old North Church. Ja, habe ich genug Munition? Ich glaube schon. Ich habe 3 Fusion Cores, 3 angefangene Fusion Cores habe ich dabei. Wir können die Waffen wechseln, wie wir wollen. Ich habe die Desert Eagle. Ich habe dieses 45er Gewehr hier. Irgendwer hat doch seinen Unmut ausgedrückt, oder? Irgendwas gesagt. Ich habe was gehört. Und auch das Gauss-Gewehr. Also es ist eigentlich genug. Genug Ressourcen da. Der Plan skillmäßig ist, weil wir ja wahrscheinlich gleich Level 95 machen werden von Desdemonas Quests, ist Cap Collector 2 noch zu skillen. Damit kann ich dann Shops der Stufe 3 bauen. Danach würde ich einen Level Medic nehmen. Oder sogar 2 Level Medic. Weil Level 1 Medic bringt mir noch eine Klinik. Dann kann ich noch eine Klinik in meine Siedlung bauen. Und Stufe 2 Medic bringt mir noch eine verbesserte Railroad Weave, die ich jetzt beim Craften vorhin gesehen habe. Da gibt es nochmal ein kleines Upgrade zur Railroad Weave. Ich glaube, die kommt auch über eine Mod, wo nochmal ein bisschen mehr Resistenzen draufkommen auf die beste Weave schon. Ein bisschen Red Resistance und ich glaube ein bisschen Poison Resistance. Ist also jetzt nichts, was man unbedingt braucht, braucht aber zum Craften alle 4 Skills. Armorer, Science, Medic und Chemist, glaube ich. Also es braucht 4 Skills, was ich noch nicht gesehen habe. Müsste deswegen durch eine Mod kommen. Oder dadurch, dass ich bei der Railroad so lange mitgemacht habe. Das könnte natürlich auch sein. Und ihr wollt echt nicht, dass ich die North Church finde. Die Old North Church. Ich bin noch fast in der richtigen Richtung. Licht hilft nicht. Die Power Armor lassen wir auch zu Hause. Im Institut. Ja, hier werde ich niemanden erschießen. Bei dem Nebel. Ach so. Thema. Weiteres Thema. Rüstungen. Ich habe ein bisschen Rüstungen umgeändert. Wir laufen hier gerade in Reginald Suit rum, die keine Verteidigung mehr bietet, weil ich habe es rausgenommen. Ich habe Maxons Battlecode mit einem Airship Captain, also mit dem Head von Lancer Captain Kells kombiniert. Und Reginald Suit wird nur noch als Charisma-Gegenstand mit rumgetragen. Falscher Knopf. Ja, so sehen wir jetzt aus. Das passt ganz gut. Und ich hoffe, ja, guck mal einer, schau, wir sind. Was ist denn das für ein Nebel? So Nebel habe ich noch nie erlebt. Ja, okay, die Richtung. Gleich stehen wir, also das wird perfektes Wetter auch für Ghule. Ja, Railroad HQ. Ja, okay, gefunden. Denn ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sich Ghule hier aus dem Nebel schälen. Und mich angreifen. Wie das funktionieren könnte. So, hier ist jetzt viel heller als sonst. Ja, eventuell habe ich auch was in der Grafik geändert, aber... Nee, nicht wirklich. Oh ja, doch, habe ich. Glaube ich. Ich hatte nämlich vorhin das Problem, dass V-Sync an war. Und ich das nicht angeschaltet hatte. Und jetzt habe ich ein bisschen mit DLLs rumgespielt und ENB und ich hoffe, es sieht noch gut aus und Maybe we should just try asking the Brotherhood to leave. Nicely. Du hast mich schockiert, als du das angezogen hast. So, Desdemona. I thought by calling Red Glare I'd lose more good people.
Comrades, thank you for keeping them and yourself safe. 666 XP. Und Comrades hättest du verloren. You're welcome. But we're not out of the woods yet. If the Brotherhood managed to find us, you can bet your ass the SRB is not far behind. We've run out of time. Our next step is to attack the Institute. I'm ready. Let's do it. Go back inside the Institute and secure the relay. The instant you do, the Institute and the SRB will mobilize. So teleport us in quickly. We join forces with Z-114 and the Rebel Synths. Then together we fight our way to the fusion reactor. What about rescuing the Synths? That's not your job. We've got people assigned to maintain control of the relay room and teleport Synths out non-stop. We need our best people doing the tricky part of the operation. So that means you. We'll be waiting. Okay, also es ist gar nicht meine Aufgabe, Menschenleben zu retten. So, was hast du mir jetzt gegeben? Du hast mir wieder irgendwelchen Kram ins Inventar gelegt. Und zwar keine Waffe, aber Mods eventuell? Ah, ein Railway Rifle Mod. Ich glaube fast, dass ich all das hier, was ich... Ich werf das alles mal hier auf den Fußboden. Ja, ich glaube, das kann ich alles besser machen. So. Ja, ich bin hier. Und dann habe ich auch noch die Britwin zum Abschluss gebracht. So, komme ich hier denn jetzt rau? Ach nee, das ist ja Pam. Hi, Pam. Error. Agent survival not predicted. Refreshing up top, you gotta be careful. Based off never know you're being watched. Du hast nicht, an mich geglaubt, Pam. Ich bin enttäuscht. So, die Bruderschaft kam ja damals von hier rein. Ja, damals. Und es wurde gesagt, dass dieser Escape-Tunnel zerstört worden wäre. Ist das denn wahr? Ja, das ist tatsächlich wahr. Hier liegen Leute. Oh, okay. Dinge, die ich noch nicht gelootet habe. Mehr Holotags. Aber heißt das jetzt, ich kann von hier nicht wegteleportieren? Und hier ist die Quest, ja. Talk to Z1. So und so, so und so. End of the line, speak with Father, das werden wir wohl nicht mehr machen. Ja, da war die Map richtig. So macht man das, so spielt man dieses Spiel. Aha, nein. Okay, das Spiel ist immer sehr trollig, nicht? Es erlaubt einem zu sagen, okay, fast travel und dann sagt es nein. Ich fände es besser, wenn das direkt gar nicht möglich wäre. Ja. Also müssen wir den ganzen langen Weg hier rum zurück. Hallo? Ja, Old North Church. Uns zum Institut beamen, den Relay-Raum sichern. Den Reaktor in die Luft jagen, evakuieren und abhauen. Und das war's. Ich habe das bis jetzt mit der Bruderschaft gemacht. Die machen das, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, jeder sprengt den Reaktor in die Luft. Es ist nur unterschiedlich, wie man rankommt. Mit der Bruderschaft kommt man über Liberty Prime an das Institut ran. Man brennt sich von oben ein Loch rein. Liberty Prime läuft in einer Sequenz zu den CIT-Ruinen. Brennt ein Loch oben durch die Decke. Man steigt da zusammen mit anderen Bruderschaftskämpfern, zum Beispiel auch Maxen, ein. Und fängt alle an, die zu töten. So. Erste, letzte Vorbereitung. Etwas essen. Hier komme ich manchmal mit, hier komm ich mit der Leertaste nicht raus. Also komme ich mit der Leertaste aus Menüs raus. So, wir essen, bis wir satt sind. Dann geben wir dem Spiel kurz Chance, das zu realisieren, dass ich satt bin. Und dann gibt's Meyerlurk Queen Steak. Außerdem, klar, Meyerlurk Meat, Red Steak für die Tragekapazität, Food Based für Lebenspunkte, Deathclaw für Agility. Wenn wir es haben, können wir es essen. Okay, das war das Essen. Bei den Camps bin ich total bei Psychobuff dabei. Und die Orange Mentats sollten wir nehmen. Bringt Perception und Wets Accuracy. Das kann ich gebrauchen. Jet Fuel. Klar, mehr Action Point Recovery und mehr Action Points.
Und das hat anscheinend nicht mal mich durstiger gemacht. Ah, Daytripper bringt minus Stärke, da habe ich kein Interesse dran. Nein. Overdrive. Overdrive ist was total Seltenes. Plus 25% Crit-Chance oder Chance gilt nicht nur in Wets. Oder gilt nicht in Wets. Also nicht nur in Wets. Das gibt wie den alten Spielen in Fallout 3 oder New Vegas eine Crit-Chance auch bei normalen Angriffen. Also es können Crits dann auftreten, während ich mit dem Gatling-Laser mich durch die Leute metzel. Das klingt doch gut. So, ich habe ein bisschen viel Wasser weggelegt, aber das macht ja nichts. Wir sind gebufft bis zur Hutschnur. Auf ins Institut. Dieser Schrei war sehr gut. Ich habe echt gedacht, wir wären Level 95 jetzt schon. Oh ja, total. Ah, schon wieder Glas. Also einmal durch den Aufzug. Oh, und ich glaube, es sind mehr Leute hier mit Waffen. Okay, das ändert sich, mein guter Freund. Das ändert sich. Ah, letztes Mal Aufzug fahren. Das werden wir alles zerstören. Es ist eigentlich eine Schande. Gerade weil mir die Führerschaft hier angeboten wurde, wäre es wahrscheinlich... Aber es ist zu spät. Ja, es ist zu spät. Das Institut wird zerstört werden. Doctor, you've requested another synth memory reset. May I ask for what reason? It's preemptive. I want to avoid a potential high-risk situation. Very well. I'll schedule it in. From what I hear, that rogue synth at Libertalia was a real menace. Glad it's back where it belongs. Sounds like those raiders at Libertalia were quite a handful. Ja, das ist schon ewig her. Die Bruderschaft ist mein letztes Opfer gewesen, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich noch gar nicht. We will fight for our freedom. And we will win. I've been looking for you. Is it time? Once we act, we have committed. There will be no going back. Es ist Zeit. Everything's ready. It's time. Good. We'll need to clear this room before I can do more. Clear this room. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. Okay, machen wir das von hier. Ich glaube schon. Mal gucken. Dann fangen wir mit den weichen Zielen an. So, ab dem vierten Ziel mache ich Crits. Das ist so. Ich gebe trotzdem dir nochmal ein. Das heißt, ich sollte das alles treffen. Ja, automatischer Crit. Und noch ein Crit, komm. Klar, ich gebe dir so viele Momente, wie du willst. I already have the coordinates. I simply need to update the relay. And your companions will arrive in a moment. Ja, ich nehme erst bei den Leuten hier ganz lässig ihre Rüstungen weg. Oh nein! Ja doch. You did it. There's no turning back now. If they're not already onto us, they will be within seconds. A response would be appreciated. I have a feeling fighting the Brotherhood was just an appetizer. Hopefully we survive the main course then. First, you have to take this. It's a fusion pulse charge. Tinker Tom's rigged it to take out the reactor and anything else within a few hundred yards. We get you down there, you plant it, and we run like hell. When we get to a safe distance, we detonate it remotely. Then the whole Institute goes up like a candle, and the synths stay free. Forever. This is the moment where we make history. Nee, Geschichte endet nicht und die bleiben auch nicht für immer frei. Das ist völlig unmöglich. Aber ich find's gut, dass ihr so viele Ghost Rifles habt. Das macht mich richtig glücklich. So, wir gehen nicht über den Aufzug zurück. Okay. Sondern durch Old Robotics. War ich hier schon mal? Is this really it?
I somehow thought the technology here would be more impressive. Ja, du wirst dich noch wundern, Desdemona. What? Let's do this. Ja, ich glaube fast, dass ich in dem Raum mit dieser Waffe besser aufgestellt bin. Okay. Hey, oh. Deckung ist nicht fair. Okay, man weiß auch nie, welcher Synth stark und welcher schwach ist. Das ist ein bisschen scheiße. So. Krieg ich da eine Granate rein? Wo war mein Wurfarm? Ne. Durch die Fenster bin ich nicht gut. Oh! Hallo, Sentry Bot. Okay. Wir haben hier zwei und ihr seid Railroad-Leute. Okay, auf euch schießen wir mal nicht. Aber ich kann diesen Sentry-Bot doch zerstören. Das wird sich doch lohnen. Ja, der ist doch bestimmt feindselig. So, dann schießen wir dich über den Haufen. Sonst noch jemand hier? Ah, nee. Okay, soweit so gut. Machen wir Cap Collector. Ja. Da wollte ich zwar irgendwie nicht rein. Ich habe gedacht, ich mache Licht aus, ja. So ist nämlich viel schöner. Ja. Hallo? Hallo? Attacking. Schade. Na komm, Storm. Ja. Oh nein! Das ist halt die Desert Eagle. Offline. Mit ihrem Scheinwerfer, ihr Arschlöcher. Viermal Frag Grenades. So, ist das eine Sackgasse hier? Ich glaube fast ja, aber die folgt mir sehr gut. Das gefällt mir. So, jetzt sind wir unten auf dem Bodenlevel. Okay, hinten ist noch ein Bad. Ja, ich kann euch hören. Total dreckig. Mir gefällt diese Waffe. Deadeye ist einfach geil. So. Jungs und Mädels. Ich dachte, ein Stormer wäre vielleicht jemand, der nur Nahkampfwaffen hat. So, ich sollte auf jeden Fall was essen. Es läuft bis jetzt sehr viel besser als es mit der Bruderschaft. Ja, rangezoomt, okay. Essen wir zwei, drei Sachen. Ja. Ich glaube, es stackt nicht wirklich miteinander, sonst hätte ich jetzt voll sein müssen. So, die ganzen Fusion Cells will ich alle haben. Eure Waffen sind angenehm leicht. Oh, ein Railway Spike. Ja, du wurdest getroffen und das bleibt dann da hängen. Oh, hallo. Du hattest ja all die guten Dinge. Fusion Cores für meine Gatling, für meinen Gatling Laser. Ich habe ein bisschen Bedenken. Dass da gleich jemand aus dem Fußboden kommt, da vorne. So, zwei Batons. Ja, Batons. Die ganzen Labcodes nehme ich mit, weil die kann man ja dann... kommt man ja nie wieder ran, wenn man das einmal nicht gemacht hat. So, 550. Warum 550 Schuss? Geht das überhaupt? Ich bin verwirrt. Ah, hier kann ich einfach reinfallen. Okay. Nehmen wir den Fusion Core. Wird's halt ein bisschen dunkler. Ein langer Gang, den ich wunderschön entlang schießen könnte. Okay, mehr Frag Grenades und Molotovs.
Will ich mal gucken, wo ist mein Wurfarm? Ich habe keinen Wurfarm. Das ist ein Mysterium für eine andere Zeit. Wir werden in Bioscience eindringen, also bei den Affen. Okay. Können wir machen. Ihr habt nichts Neues zu sagen hier, okay. Aber hier vorne wird es jetzt abgespaced, Jungs. Hi! Scheiße. Das war enttäuschend. Ich gehe die Leute lieber so cappen. Hi! Yep, Zivilisten müssen sterben. Beziehungsweise, es gibt keine Zivilisten. Wir sind die Railroad, wir sind Menschenfreunde. Aus dem Weg! Ihr Heavies. Oh. Na? Ja, das hast du. Aber du hast dich relativ gut sogar noch gewehrt. Da sterben die Synths. So, das ist kaputt. Dieses Slowtime ist einfach das Geilste. Oh nein! Meine Synth-Affen-Freunde. Ich frage mich, wie ihr schmeckt. Oh, Synths. Also, das ist auf jeden Fall, ja, das nehmen wir mit. Das Synth-Gorilla-Fleisch. Das werden wir nie wiederbekommen. Wie so viele Dinge. So, ihr seid alle gestorben, hä? Huh? Wir haben auch noch keinen Courser gehabt. Wir haben bis jetzt aber nur gegen die normalen Wissenschaftler gekämpft. Und die normalen Synths, die halt hier so rumlungern. Ein Courser wird nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, dafür nehme ich die Minigun schon mal raus. Dieser Nebengang, den können wir, glaube ich, ignorieren. Kurz auf die Knie. Kleineres Ziel darstellen für die Gegner. We've got trouble. Ja, du musst sterben. Gott, oh Gott. Habe ich jetzt einen Railroad-Agenten? Nein. Du bist ein Courser. Ja, aber ich bin zu weit weg, glaube ich. Und total verkrüppelt. Okay. Da helfen wir uns mit Stimpaks dagegen. Ja, das funktioniert doch. Kurz ein bisschen Wasser hinterher. Hey, 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 hey. Nein. Nein. Gute Güte. Das ist doch... Wer, hast du einen Namen, Synth? Ich warte darauf, dass wir X6 finden. So, hier, die kann ich doch wieder mähen. Mindestens so halbwegs, ja. Okay, ich muss, au. Ich muss näher ran. Hallo. Da sterben die Leute. Oh, hi. Ihr habt aufgegeben, sehe ich. Ach. Oh nein, ich erschieße die Rebellen! Ich erschieße hier die Rebellen. Ah. Ah, es ist aber typisch für eine Rebellion. So, Synth Eradicators, ihr kämpft da noch? Ja, Z1 kann, glaube ich, nicht sterben, sonst wäre er schon lange tot. Also da drüben gibt es noch ein bisschen Widerstand. Gott, oh Gott, oh Gott. So, diesmal erschieße ich auch niemanden, der auf meiner Seite ist. I got the floor plan. Advanced Systems Lab. That's where the reactor is.
and where you gotta go. But the doors are locked, and I can't override from here. That command has to come from the director's personal terminal. You understand? You've got to do that part yourself. Okay. Use the terminal in the office of the director. Ja, habe ich noch viel mehr von euch netten Rebellen umgebracht? Ach, da kann ich wieder den Aufzug benutzen, oder wie? Ja, das ist ja super. Ich benutze gerne den Aufzug. Der Aufzug weiß zum Glück auch immer, was jeder Knopf bedeutet, ob ich nach unten will oder nach oben. Dann haben wir jetzt unsere letzte Zusammenkunft mit Sean. Ja, den Weg kenne ich doch schon. Den bin ich doch schon einmal gegangen. Stimmt, ja, dann fuhr man von oben durch bis ganz unten runter und ist auf diesem Hintereingang ins Büro des Direktors eingedrungen. Warum liegt hier Stahl rum? Muss ich fallen lassen haben. Hi, Sean. I didn't expect to see you again. You had me fooled. I really believed you were on our side. Yeah. I'm here to blow up your reactor, Sean. Put an end to the Institute. Well, at least there's no need for guessing games now. It's not enough that I lay here dying. Now you plan on what? Destroying everything? Tell me then. Under what righteous pretense have you justified this atrocity? It's for the greater good. The Commonwealth deserves to determine its own fate. Spare me. You've spent time up there. You know as well as I that it's doomed. Well, none of it matters now, I suppose. You'll accomplish your task and ruin humanity's best hope for the future. The only question left then is why you're standing here. Is it regret? Or did you just come to gloat? Ich wollte Tschüss sagen. Außerdem, orangener Speech Check? Sean, if you help me, fewer people will die. Will you? Why would I ever consider helping you? Help me. And I promise I'll protect any survivors to the best of my ability. Very well. The terminal behind me. Enter access code 9003. That will disable some of the synths. Now go. Just leave me. Okay. Ich sollte ihn nicht erschießen. Ich habe kurz darüber nachgedacht. So, zwei Dinge habe ich jetzt hier zu tun. Einmal Synth Shutdown. Einmal das hier vielleicht? Haha, Tatsache. Und einmal kann ich hier Evakuierung. Das würde ich gerne machen. Hell yeah! Access granted! Now you should be able to reach the reactor. Sets are pouring through. Ja, ja. Ich gehe nochmal in den Computer, Tinker Tom. Up here. But we won't leave without you. Don't worry. Ja, das würde ich auch hoffen. Das wäre natürlich noch die ultimative, das wäre euch zuzutrauen, nicht? Ich opfere mich hier schön. Oder ich gehe hier rein, ja, oh. Tja, heißt nicht, dass ihr nicht doch XP kriegt. Das ist... Ah, oh Gott. Oh, oh, sorry, tut mir leid. Ich habe gesehen, dass du ein Synth warst und wollte dich töten. Das ist so ein Reflex. Wer schießt hier noch? Und warum? Hey!
weiß, du warst ein Rebelle. Es war mir aber egal. Du hast nichts gegen... Wer ist denn das hier? XPN20A? Du warst... Ja, du warst nicht ganz angenehm. So, hier draußen geht es immer noch total ab. Ich glaube aber, ich habe kein Zeitlimit. You or me? Aus dem Weg, aus dem Weg. Ich würde gerne dieses Synths hier umbringen. Achso, da waren Glasscheiben davor. Gut, ich glaube, Advanced Systems sollte ich einfach reingehen. Wir können aber mal gucken, ob eventuell hier im Synth Retention Büro noch jemand am Leben ist. Locked on target. Oh ja. Nicht du, nein. Der da. Ha, du hast einen Fehler gemacht. Du bist sichtbar geworden. Aber das hältst du aus, okay. Aber dann gehe ich vorher nochmal hier bei den Leuten rein. Ich habe mit dem Herrn Ayo habe ich noch eine kleine Rechnung offen. Attacking hostile. Okay. Ah, X6 ist unsterblich. Hey. Wo muss ich drauf schießen? Ei. Warum bin ich hier reingegangen? Gerade wenn X6 unsterblich ist, ist das ganz schlecht eigentlich hier zu sein. Ihr seid die Rebellen. Wo ist er? Ihr Dreckskurser. So, da kommt ein Kurser ganz langsam auf mich zu. Zeit, was zu essen. Ready for the next mission, sir? Okay, wenn du meinst. Also er ist mir gar nicht böse. Das ist doch schon mal schön. Aber das war anstrengend hier und so. Wer bist du? Oh, niemand. Niemand. Ich will eigentlich nur benannte Leute umbringen. Also X6, du kannst gerne hier bleiben. Ja. Ich glaube, du hast hier das nicht komplett überlebt. Ich glaube, du bist geistig ein bisschen im schockstarren Modus noch. Ja, und ich habe natürlich hier alle Rebellen-Synths erschossen, sowie alle normalen. Aber das ist, naja. Nehmen wir mal die Schwarzen mit. Die schwarzen Codes. Davon droppen wir alle. Und das sollte uns auch wieder unter die Kilos bringen, ja. Schafft es gerade so. Gut, das war das Synth Retention Büro. Wir waren im Bioscience, wir werden in Advanced Systems gehen. Dann bleibt ja eigentlich noch ein weiteres übrig. Und zwar Robotics, tatsächlich. Das ist ja nur ein Raum. Gucken wir mal schnell da rein. Es scheint ja jetzt hier alles mehr oder weniger befriedet zu sein. Mal gucken, ob die Synth-Produktion immer noch auf vollen Touren läuft. Nicht wirklich, ne. Ja. Ach, ich liebe Miniguns. Wieso habe ich noch nicht mit Miniguns gespielt? Hallo. Mach dir keine Sorgen.
Es geht doch alles schnell. So. Und es sind auch relativ viele Synths, die ausgeschaltet wurden. Durch meinen Befehl bei Farbe. Nochmal ein bisschen legendäres Synth-Armor. Das ist nicht schlecht. Ja, und ich glaube, ich kann... Theoretisch mittlerweile habe ich jetzt genug Wissen, um die Rebellen von den Nicht-Rebellen zu unterscheiden. Ich gebe es zu, ja. Nehmen wir erstmal Medic hier. Kurz vor Schluss. Ja, kurz bevor wir da rausgehen, sollte ich noch was essen. Ja, oh Gott. Das ist jetzt der Test. Doch, Essen stackt mit sich selbst. Zumindest der Heileffekt von Essen stackt mit sich selbst. Ich muss nur viel mehr essen, weil ich viel zu viele Lebenspunkte habe. So, das war Robotics. Ja. Ich habe auf keinen Fall Rebellen erschossen. Nein. Das ist Bioscience. Okay, da kommen wir raus. Dann ist das nächste ja Advanced Systems. Da, wo Dr. Lee drin ist, war... Irgendwer kämpft hier auch noch. Mach das mal zu Ende hier. Überall, wo ich hingehe, mache ich Frieden. Ich verbreite den Frieden sozusagen. Und, ihr seid hier. Okay. Ups, Wallace. Ich denke, jetzt ist klar, was hier passieren wird. Hey. Auch mehr Slow Time. Ich finde es schön, wie er schreit. Das ist richtig realistisch. So. Ihr hättet mehr üben müssen hier drin. Komm, lass mich wieder rein. Ich glaube, hier hinten war nur noch ein Wissenschaftler. Die man wahrscheinlich sogar am Leben lassen kann. Tatsache. Ich bin der einzige totale Psycho hier in meiner Gruppe. Aber es stört auch keinen. Gut, auf zum Reaktor. Da waren ja an der Wand ziemlich viele Turrets. Wenn ihr sowieso in die Luft gejagt werdet, kann ich auch die XP dafür bekommen. Oh, hi. Ja. So, die sind niedergemäht. Oh, gerade hier beim Reaktor. Plant the pulse charge. We'll cover you while you attack it. Ja, schießt das mal kaputt da drin. Ihr habt ja jetzt eine Menge Zeit, während ich den Gang hier entlang laufe. Stimmt hier der Red Arc. Oh oh. Das war ein guter Typ. Der hat bestimmt auch was fallen gelassen. Okay, wo ist noch jemand da oben? Der ist sogar legendär. Ich könnte genau das gleiche sagen. Bleib du doch stillstehen. Okay, uiuiui. Zum Glück ist meine normale Rüstung auch relativ gut gegen Granaten, die hier zahlreich fliegen. Eine Hunting Rifle of Irradiation. 29 Missiles. 29. Willst du mich verarschen? 29. Das wäre natürlich hier, also wenn man Missiles braucht, das ist der Ort, um Missiles zu bekommen. Ich weiß halt nicht, wer die nach draußen tragen soll. Na, wahrscheinlich nehme ich die hier mit. Ich meine, das ist, wenn man das zu einer automatischen Waffe macht, wäre das, glaube ich, ganz gut. Wobei ich nicht weiß, ob man Hunting Rifles zu automatischen Waffen machen kann. So, die Strahlung hier ist nichts für Kinder. Oder die ist nicht ohne. Aber unten ist ja ein Red Arc.
Das heißt, ich werde einfach hier rumlaufen. Dinge einsammeln. Das zum Beispiel. Ja, schade. Guter Grundgegenstand, ganz schlechter Legendary Mod. Den Flamer nehmen wir auch mal ganz kurz mit. Da ist ja Flame-Zeug drin, ne? Genau. Munition dafür. Daraus kann ich Jet Fuel machen. Was wir, glaube ich, auch nehmen werden. So, jetzt ist die Frage Medic 2. Oder Cap Collector 3. Ich glaube Medic 2. Für die bessere Weave, ne? Auch wenn das jetzt in dem jetzigen Moment nicht mehr so fürchterlich viel Unterschied macht, wie gut meine Weave ist. So, die kann weg. Oh nein. Wie schrecklich. Desdemona, du stehst hier total in den Reds. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche dann doch noch mal ein bisschen Hilfe. War ein bisschen zu kavaliersmäßig unterwegs. Ja, komm, nimm auch Red Away. Essen. Ganz viel Zeug. Ganz viel Iguana on a Stick. Dann habe ich eventuell Cola dabei. Nee, habe ich nicht. Schade. Aber Wodka. Wodka ist fast so gut wie Cola. Oh Gott. Let's get the hell out of here. Tom! Tom, can you hear me? We're done down here. Pull us back up. Noch nett. We're all done, Tom. Let's get out of here while we can. I'm with you, boss, but this kid showed up. He says he's Please, charmed. Please, Dad, don't leave me here. I want to go with you. Why did you call me Dad? What? You're my father. Why else would I call you that? Who told you that I was your father? What do you mean? Nobody told me. You just are. Oh, Sean, du Arschloch. Hast du den so programmiert, dass er denkt, er wäre mein Kind? Right. Of course I'm your father. Good. For a second, I thought you forgot who I was. Now let's hurry up and get out of here. Du bist nicht zufällig ein trojanisches Pferd oder sowas, ne? I'm not sure that's such a good idea. I promise I won't be too much trouble. I'll stay out of your way, and you won't even have to take care of me. So can I go with you? Please! Okay. All right. You can come with me. Really? Do you mean it? Aber du solltest wissen, dass ich schon Kinder erschossen habe. Yes, I mean it. Now let's get out of here. I'm glad you are here to save me. Und wehe, du bist ein trojanisches Pferd. So, Tinker Tom. You worry about the reactor. I'll worry about making sure this thing works when it's time to go. All right, Tom. Fire it up. You got it. Okay, you set right. Okay, we're ready to get out of here. Absolut. Yes, absolutely. Let's get the hell out of here. Don't have to tell me twice. It's all set to take you and Dez to the detonation site. Then I'll rig it to send me and the kid here back to HQ right after. Don't worry, we'll look after him. Get him some better clothes, too. Yikes. Let's go before this whole place goes thermonuclear. I'm ready. Let's get out of here. Du bist ganz schön groß. Solltest du nicht erst 10 Jahre alt sein oder sowas? Naja, gut. Da bist du bestimmt 2,60 Meter. André der Gigant. Nummer 2. Wobei 2,60 war der auch nicht, aber... Ich glaube 2,60 ist auch ein... Etwas, was Menschen nicht erreichen können. So, Desdemona. This is the first time my people taste freedom. Nobody's gonna believe me. I was actually inside the Institute. Na dann. Muss ich nochmal drücken? Anscheinend. Oh. Mach's gut, Sean. I can feel it wash over me.
The heat, the force, the radiation, the fear. It's the end of the world all over again. I close my eyes. I see my life before all of this, before the bombs. Everything can change in an instant, and the future you plan for yourself shifts, whether or not you're ready. At some point, it happens to all of us. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. The Commonwealth. My home. Ripped apart and put back together. I thought, I hoped, I could find my family, cheat time, make us whole again. The way we were. But now I know. I know I can't go back. I know the world has changed. That the road ahead will be hard. This time, I'm ready. Because I know war. War never changes. Okay, Desdemona, wie geht's mit uns jetzt weiter? You! And so, the mighty have fallen. Dozens of years, countless sacrifices. It all paid off, thanks to you. Deacon says this was his plan all along. Who knows? Maybe he did plan it all. Some things even Deacon can't do. Maybe. In days gone by, when us old-timers waxed rhapsodic about life without the Institute, we recognized our work wouldn't end immediately. Hate runs deep in the Commonwealth, deeper than the soil. To them, synths are the living embodiment of the Institute's oppression. I'd understand if you want a much-needed vacation. But are you up for the next mission, Charmer? Super, natürlich. I was born ready. I'd expect nothing less. Our safe houses will be bursting with synths, seeking a better life outside the Commonwealth. Not everyone in the Institute died. We'd be foolish to think there won't be retaliation. Come back to the HQ and lead the last of our people to freedom. You. All of you. We've rescued enough of your people over the years. You don't have to say anything. You will protect them. Are we safe? Just because you're out of the Institute doesn't mean you're safe. Or the railroad's job is over. There's a lot of work ahead of us. But together, we'll get there. This is the first... Was? Eine Mila krieg ich jetzt? Ja, super. Time my people taste freedom. Okay. Is it really over? Did we win? Ach so, jetzt darf ich... Okay, ah, Backstreet Apparel. Ja, das ist ja mehr meine Kragenweite, da käme ich ja aus. You did it. We did it. So. Hey there. This is the first Wie komme ich jetzt zurück? It is done. Freedom. Ja. Nobody's gonna believe me. I was actually inside the Institute. Ja, ich bräuchte Power Armor. Ne? Allein hierfür hätte ich Power Armor mitbringen sollen. Und wie schön es ist. Weil ich kann ja jetzt nicht einfach Fast Travel machen. Es ist ja weg. Es ist ja weg, meine Güte. Wie komme ich denn hier raus über den Aufzug, eh? Weil, yep, ich habe die schlechteste Fraktion unterstützt. Nicht nur sind die Vertibirds weg, es ist auch noch das Teleportieren weg. Was habe ich getan? Nein! Oh, wieso kann ich denn den? Okay. Ich kann den Mond sehen, wenn ich hier gerade hochgucke. Entweder das oder das sieht verdächtig aus wie der Mond. Diese Lampe in der Kuppel hier oben.
So, bin ich jetzt, wie weit bin ich jetzt runtergekommen? Ich bin jetzt am obersten Bereich des Mars Fusion Buildings, oder? Ja, aber wir fahren einfach weiter. Komm, fahr einfach weiter. Bruderschaft hält mich diesmal nicht auf. Ich hoffe, es sind noch keine Remnants der Bruderschaft. Dann können wir einfach untenrum rausgehen und uns den Krater mal angucken. Tja, da liegen sie noch. Das ist ein geiles, großes Gebäude. Oh, da stehen sogar Synths. Ihr seid also informiert. Ja, ich glaube, jetzt ab sofort ist jeder informiert über meine Taten. Die Bruderschaft weiß Bescheid. Die Synths wissen Bescheid. Hätten sie mich mal nicht unterstützt. So, du warst aber auch kein besonderer, nee. Bisschen Krempel, bisschen Munition. Auf in den Financial District. Und von da? Ja, kein Teleportieren mehr nach Hangman's Alley. Das heißt aber auch, Hangman's Alley ist nicht zwangsläufig mehr meine Basis. Oder muss nicht zwangsläufig mehr meine Basis sein. Ja gut, wir sind ja auch relativ nah an Hangman's Alley hier. Ich meine, Hangman's Alley ist natürlich eine super Basis. Immer gewesen. Und da komme ich nicht weiter. Oh, ich habe mich schon wieder verlaufen. Aber hier ist das Wasser. Ja, Wasser ist gut. Können wir hier entlang am Amphitheater auf der rechten Seite Richtung Hangman's Alley. Vielleicht komme ich sogar an Backstreet Apparel vorbei. Können wir noch schnell eine Mida aufbauen. Wobei das ein bisschen antiklimaktisch wäre jetzt hier, nicht? So nach dem Kampf machen wir eine andere Quest, die ungefähr genauso die nur ein bisschen weniger anspruchsvoll ist. Und ich denke auch, wir warten mit dem Krater bis zum Tag. Ja, jetzt sieht man hier sowieso nichts. Es ist mitten in der Nacht, das Wetter ist scheiße. Bist du eine Puppe oder eine Person? Eine Statue, okay. Und laufen einfach nach Hangman's Alley, sagen Hallo Preston und so. Ich frage mich, ob die was zu sagen haben jetzt. Ich habe ja die Welt verändert. Und das könnte schon einen kleinen Kommentar wert sein. Als weiter, komm. Gleich haben wir es doch geschafft. Mildly dehydrated. Okay. Oh, hallo. If we had a good supply of clean water, things would be pretty good. Ja, ja, das glaube ich. So, wen haben wir denn hier? Erstmal machen wir den wieder an, gehen hier durch. Da sind wir angekommen. Das war das Institut. Das war Fallout 4.